Na gut, dann ist das so. Ursprüngliche Besitzer will sie nicht zurückhaben. Da sind wir wieder beim Thema Sklaverei angekommen. Gut, Stromerzeugung, check. Gut, Funkantenne wäre noch was, aber wer will schon funken? Wir landen das Ding einfach so, wie es ist. Gut, dann auf zum Mond, würde ich sagen. Wir fliegen einfach mal los und gucken, wie weit wir kommen. Ich gucke mal derweil, ob das hier so alles passt. Wir wollen natürlich so starten. Zack, zack, zack. Dann haben wir nämlich ein bisschen mehr Thrust Weight. 1,5. Voll getroffen. Auf den Millimeter genau. Dann schmeißen wir das weg. Dann machen wir das Fairing irgendwann auf. Dann machen wir hier Öl ab und Triebwerk. Zaggi, zaggi. Und dann irgendwann auf. So. Fertig. Wir haben Essen für 6 Tage, wenn wir den Pott maximal vollstopfen. Das tun wir gar nicht. Und einfach nur, weil ich das hier persönlich überwachen möchte, kommt der Chef mit. So. Ist nämlich noch ein Sitzplatz frei. Und da genug Essen da ist, bin ich bereit, diese Mission anzunehmen. Ich fliege mal mit. Das erhöht, glaube ich, die Motivation meiner Space-Programm-Teilnehmer, nicht zu sterben unterwegs. Und das zeigt auch, dass ich in diese neue Technologie dieses neuen Pods vertraue, indem ich mich da selber reinsetze. So, Ivan, danke für dein Follow und wir starten mal unsere Rakete. 96.000, das ist okay. Das ist relativ okay. Und bevor wir starten, gucken wir nochmal ganz schnell, ob es irgendwas gibt wie Evakuieren der Mondbasis Alpha. Das wäre jetzt ein super Auftrag, der exakt jetzt gerne aufploppen könnte. Das wäre eine super Maßnahme. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Ja. Und ich glaube, ich kann aus Hygienegründen einfach mal das Follower-Goal für heute ausblenden. Ich glaube, hat sich erledigt. Danke. Alle, die noch zugucken und noch nicht gefollowt haben, ihr könnt da gerne followen. Ich freue mich da trotzdem drüber. Aber den Schriftzug da oben wegzunehmen, gibt uns ein bisschen mehr Screen Estate für Kerbal Space Program, was wir hier hauptsächlich spielen, habe ich gehört. So, wir wollen zum Mond. Den peile ich schon mal an. Wo ist er? Da. Set as target. So, und der Alpa hat das auch direkt in die Tat umgesetzt und auch noch ein Follow da gelassen. Vielen lieben Dank und viel Spaß beim Zugucken weiter. So, und jetzt geht's hier los. Achso, ich wollte noch mal einmal gucken, bevor ich starte, genau, ob sie uns zufällig Supply Run Moonbase Bravo, bla, einen Auftrag gegeben haben. Life Support Extension, Science, bla, Moonbase Bravo. Ne, die ignorieren die Alpha Moonbase auch schon komplett. So, also, dann geht's los. Vollgas eingerastet. Ach, der Mond ist direkt über uns. Wir könnten Direct Express to the Moon fliegen, aber ich glaube, das ist effizienztechnisch nicht die beste Idee, die ich jemals hatte. Wir werden deshalb einen Orbit drehen, bevor wir hinfliegen. So, das heißt, wir starten. Alles richtig? Alles richtig. Okay. Los geht's. Feuer frei. Leck. Und los geht's. Lustige kleine Rakete. Ach so, deshalb sieht das so komisch aus. Ich gucke aus der falschen Richtung. Ich habe schon gedacht, warum dreht er denn so eine komische Richtung gerade? Aber hey, das erklärt es irgendwie. So, Gravity Turn mehr oder weniger eingeleitet. Gut, 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 gut. Wir sind unterwegs. Mo2go hat auch noch ein Follow da gelassen. Ich glaube, die 30 haben wir mittlerweile auch geknackt für den heutigen Stream. Was ist los mit euch? Also danke, aber was ist los mit euch? So, wir gehen schnell und wahrscheinlich gleich auch ziemlich heiß aus der Atmosphäre raus. Habt ihr die Peitsche bei Winter gesehen? Armer Luis. Der Chef fliegt mit, um die Motivation hochzuhalten. Hust, hust. Hallo? Hallo? Weißt du, setze ich mich unten ins Space Center und sauf Kaffee und guck euch zu, wie ihr im Weltall sterbt, ist das falsch. Komme ich mit rein, um euer Vertrauen in eine neue Technologie zu stärken und zu sagen, dieser Pod funktioniert, ist auch wieder falsch. Was wollt ihr eigentlich? Was wollt ihr von mir? Enttäuscht bin ich, Freunde, dass ich mir sowas anhören muss, als ob ich hier Leute auspeitschen würde. In Salz wälzen ist meine Spezialität, aber nicht auspeitschen. So. Wir können ein bisschen tiefer gehen. Flammeneffekte. Ja, da will der Luis auch mal zeigen, was geht, wenn der Chef mit an Bord ist. Beide gucken relativ fröhlich.
Bekommen wir einen RSS Real Moonflight? Das verstehe ich nicht. Frag einfach mal, was du genau nochmal fragen willst, TJ. Dann kann ich das auch beantworten. So, wir trennen uns mal von dem Kram da. Und... Ah, ich habe das Fairing nicht weiter eingestellt, ne? Ich hoffe, dass das Fairing uns nicht alles zersägt am Ende des Tages. Es ist auf Standard Schrapnellgranate eingestellt, glaube ich. Es macht mir ein bisschen Angst. Ja, ihr wollt Maoam. Das war so klar. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Maoam. So. Max Q, sowas von erreicht und durchgeschlagen. Das ist auf jeden Fall ein überaus ineffizienter Weg. Mit einer Saturn 5. TJ, nein. Weder in Echtzeit noch mit einer Saturn 5. Ich werde das, wenn dann, mit einer... Muss ich nochmal nachgucken, wie genau die geplante russische, sowjetische Dings hieß. So, was wir jetzt mal aber machen ist... Wir machen jetzt das Fairing auf. Augen zuhalten. Okay, scheint funktioniert zu haben. Vielleicht sollte ich es einfach immer nicht einstellen. So, mit diesen ganz hervorragenden zwei dünnen Drahtkonstrukten sind wir weiterhin natürlich professionell mit der Kapsel verbunden. Gut. Supplies werden langsam aufgebraucht. Ja, eine N1, ja, zum Hinfliegen, das ist mir klar, aber ich überlege gerade, wie die blöde Landeeinheit hieß. Ich habe es letztens mal gelesen, aber ich habe es mir nicht gut genug gemerkt. Also wie der Mond, also im Prinzip die Apollo-Landefähre, nur von den Russen. Den Namen habe ich gerade ein bisschen verdrängt. So, wir sind fast an der... Boah, ist das angekommen? Ja, das war für mich auch so eine Erfahrung aus dem 2000 Abonnenten Livestream, das in Echtzeit zu machen, geht so. Würde ich, glaube ich, nicht nochmal als eine Option anbieten. Da würde ich dann lieber sagen, man macht mal einen 24-Stunden-Stream, wenn ich mal Urlaub habe oder am Wochenende, wo ich mich mal richtig foltern will. Also einfach als 24-Stunden-Stream, aber nicht in Echtzeit, sondern dass man mal guckt, wie viel man da schaffen kann oder so. Dass man mal sagt, hey, wir spielen mal 24 Stunden RSS oder sowas. Das ist nochmal, RSS ist vielleicht auch eine schlechte Idee, weil ich dann wahrscheinlich total offen bin. Was ist los mit meinem Spiel? Warum leckt das hier so? Ärgerlich. So. Zack, 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 zack. Wir gucken, dass wir jetzt noch vor 18 Uhr zumindest die Injection sauber hinbekommen. Und wir haben nochmal 40.000 zurückgekriegt von den 90.000. Damit lohnt sich die Mission ja schon fast. Lunyi Kurabel. Genau, LK. Das stimmt. Jetzt LK. In Realtime, wenn du ein... Was? Wenn schon RSS Mondflug in Realtime, wenn du 10.000 hast, dann bist du schon Rentner. Stimmt, Baha. Wenn ich mal 10.000 Abonnenten habe, dann bin ich schon Rentner. Auch wenn mich das traurig stimmt, dass du sowas sagst, aber du hast leider recht. Obwohl, wenn es hier so weitergeht, jeden Stream 30 Follows, dann muss ich eigentlich nur öfter streamen und dann passt das doch. Dann geht die 10.000 schnell zusammen. Zack. Der Mond ist da, ich bin da. Das heißt, wir müssen so tun. So, wir machen das natürlich hochprofessionell. Mit einer Free Return Trajectory. Also wenn irgendwas scheitern sollte, weil der Chef ist an Bord, dann muss man das ja auch ordentlich fliegen. Wir fliegen jetzt also das, wie man normalerweise fliegen würde, nämlich diese lustige 8, die auch das Emblem von Apollo 8 war. Das heißt, wir fliegen so am Mond vorbei, dass wir von der Schwerkraft wieder zurückgezogen werden und ohne weitere Treibstoff auszugeben zurück nach Kerbin kommen würden und dort nur noch kleinere Korrekturen vornehmen müssen, um in die Atmosphäre einzutreten. So, und von dort aus schwurbeln wir uns dann weiter zur Moonbase Alpha. Wenn das soweit alles klappt. Wir haben jetzt in der Stage noch 1034 drin. Wir brauchen 813, das heißt... Auch das schon wieder. Wir machen den Transfer und die Orbiteinbremsung locker noch auf der Stufe. Das heißt, wir können tatsächlich unsere Landestufe da oben komplett für die Landung, das Starten und das Zurückfliegen nutzen. Das wird die Sache also auch nochmal unheimlich entspannen. Und unsere zwei Fraggles, wir gucken jetzt mal rein. Also wir haben einmal hier das Pilotencockpit, das müsste der Luis sein. Der Luis hat hier total spannende Anzeigen, von denen ich keine Ahnung habe, was die bedeuten sollen. Und ich glaube, die sind auch gefaked, ehrlich gesagt. To do, ask Bob about that red button. Ja, was steht da so drauf? Nichts Gutes. So, und irgendwo sitzt der feine Chef
auf einem, natürlich auf einem Touristensitz, also auf einem, ich habe hier nicht mal irgendwelche Paneele sitzt und guckt sich, oh, über die leicht gefrierenden, na, schön, schön gemacht, schön, wirklich schön gemacht vom Interieur. Da ist auch Sauerstoff, das ist auch schon mal sehr beruhigend. Schöne Fenster, das scheint auch irgendwie entweder ein Grafikbug oder eine Antenne zu sein. Naja, wir sagen einfach mal, es ist. Eine Antenne. So. Gut, also, so sieht's von innen aus. Nachher können wir uns noch ein paar mehr Sitzplätze angucken. Oder vielleicht wahrscheinlich auch eher nächste Woche. Wir zeitraffern uns mal an die 15 Minuten ran, um unseren Burn zu machen. Der übrigens sage und schreibe 31 Sekunden dauern wird mit diesem Monstertriebwerk. Mit diesem völlig übertriebenen Monstertriebwerk. Wollte ich nach Yol? Ah, endlich, Baha. Danke, dass du Yin vertrittst. Was heißt denn da, wollte ich nach Yol? Ich muss auch noch zurückfliegen. Wartet mal ab, das ist gar nicht so knapp. Also, das ist gar nicht andersrum. Das ist gar nicht so knapp. Ah, freudscher Versprecher. Das ist gar nicht so viel Reserve da drin. Ihr müsst ja dran denken, 1000 für einen Transfer. 1200 für runter und wieder hoch. Und wenn du dich sauber in den Kerbin-Orbit einbremst, um einen vernünftigen Re-Entry zu machen, dann bist du auch nochmal bei gut und gerne knappen 1000. Darf man nicht vergessen. Darf man wirklich nicht vergessen. So, Habitation 22 Tage ist tatsächlich ein bisschen knapp, ne? Nicht, dass mir die hier, wenn die alle einsteigen, alle durchdrehen nachher. Nee, gucken, obwohl man braucht ja noch ein paar Stunden zum Mond, ne? Also Habitation ist noch ein Problem von der Kiste, muss ich sagen. So, wir drehen uns, wir drehen uns, wir drehen uns, wir drehen uns auf das lustige Manöver. Und wir fliegen innerhalb weniger Sekunden das lustige Manöver. Feuer frei. So, sind ein bisschen spät dran, aber wir sind tatsächlich mit dem starken Triebwerk sehr exakt auf dem Manöver unterwegs, weil wir nicht viel Zeit vertüdeln müssen. Vernünftig und ich sind zwei Dinge, die nicht passen. Das stimmt ja jetzt auch wieder nicht. Bisschen Schwung raus, damit ich es nicht verziehe. Und wir gucken mal, dass hier mein Orbit auch so rauskommt, wie ich mir den vorgestellt hatte. Da hinten kommt er angesaust. Zack, und jetzt müssen wir noch ein bisschen auf die andere Seite. Hopp. Ja, und wir müssen uns ein bisschen mitdrehen. So, meine lieben Freunde. Discovery, nominal Mako, Ohms 1, not required. Vielen lieben Dank, Agena, für die 200 Bits. Und die Packung Mao-Am werde ich besorgen und sie dann publikumswirksam das nächste Mal in die Kamera halten. 200 Bits. Ich glaube, das haut auch genau hin, oder? Was kosten Mao-Ams heutzutage? Ich habe echt lange keine Mao-Ams mehr gekauft. So. Aber vielen lieben Dank. So, damit sind wir im lunaren oder munaren in unserem Fall Flyby und haben in der Stufe immer noch 221 Delta wie drin. 210 braucht man, um sich in ein Orbit zu bremsen. So, und dann würde ich mal sagen, wir gucken uns das mal an. Und ich habe jetzt gerade den Fehler gemacht, gerade mal auf meinen Browser zu gucken und zu sehen, dass da irgendwie 74 Zuschauer sind. Ich weiß nicht, wer ihr alles seid, aber es freut mich total. Püs sind eigentlich viel zu viele für dich, aber es ist trotzdem schön, dass du da bist und ich freue mich und du bist reichlich spät. Guck dir am besten in Ruhe sonst die Aufzeichnung an, die kommt ja auch unter der Woche. Wir sind nämlich auch fast durch. Was wir jetzt machen, wir driften jetzt nochmal rüber zum Mond und ich würde sagen, wir machen die Bremsung noch. Dann haben wir einen sehr schönen Einstieg für nächste Woche. Nämlich die Stelle, an der wir uns auf die Moonbase Alpha stürzen und dann unser Personal evakuieren. Und was? Solange du sie nicht während dem Stream durchführst. Ah, nein, ich habe die Mao-Ams sollen ja für euch sein und nicht für mich. Um Himmels Willen. Ich esse natürlich nicht während dem Stream Mao-Ams. Das wäre fürchterlich. Und Pü, um Himmels Willen, du kannst gerne bleiben. Du weißt, dass ich mich immer freue, wenn du da bist und zuguckst. Also von daher willkommen. Und du bist leider ein bisschen spät dran. Wir sind nämlich, wie gesagt, fast fertig. Ich mache jetzt hier nur noch den orbitalen Orbitononien. So, und den machen wir mal mit exakt 221 Delta V.
So, dann ist nämlich die Stage da unten alle. So, und dann können wir einfach uns daran warben, das noch durchfeuern. Und dann sind wir für die nächste Woche streamtechnisch vorbereitet auf die... Wo ist denn der blöde Mond da? Versteckt sich schon wieder im Dunkeln. Auf die Landung und auf die Evakuierung der Moonbase Alpha mit unserem riesigen Monster-Ländergerät, mit dem wir da unterwegs sind. Das wird sicherlich eine spannende Sache. Ich bin aber auch relativ zuversichtlich, dass das gut laufen wird. Wir müssen dann einmal die Inklination noch anpassen, falls wir nicht direkt über die Basis drüber gehen. Und dann nochmal Bremsen runter und wieder weg. Wir haben dann noch 2500 Delta V für die Aktion zur Verfügung. Das sieht ganz gut aus, dass das klappen sollte. Ich habe jetzt so lauter Quatschen schon wieder übers Manöver drüber geschossen, aber... Das kriegen wir hin. Ich kann ja wirklich exakt das Triebwerk jetzt einfach durchbrennen lassen, bis es alle ist. Dann kommt die Stufe weg. Ja, und wie gesagt, für diese Woche, wir sehen uns am Dienstagabend um 21 Uhr zum Real Solar System. Da werde ich dann versuchen, Juri Gagarin wieder lebend aus dem Orbit zurückzuholen und mal gucken, was wir mit dem Rest der Zeit anfangen. Und dann sehen wir uns aller Voraussicht nach am Samstag, um Hardcore Kerbal nachzuholen. Der Donnerstagstermin ist gestrichen und spätestens Sonntag dann natürlich wieder, um mit Hardcore Colonization weiterzumachen nächste Woche. Ich gebe mir natürlich noch Mühe, heute Abend und morgen, bevor ich verschwinde, dann die entsprechenden Videos fertig zu machen für diejenigen von euch, die sich Hardcore Colonization lieber auf YouTube nochmal angucken wollen oder es dort überhaupt generell mal gucken. So, sind wir im Orbit angekommen? Hat gereicht. Okay. Wir sind, wie gesagt, ein bisschen drüber geschossen, weil ich ein bisschen spät dran war. Aber völlig okay. Wir decouplen den Kram jetzt hier noch. Und damit ist unser Moon Return Craft freigesetzt im Mondorbit. Und wir können dann nächsten Stream in der nächsten Woche unsere Landung machen. Ich werde jetzt nämlich mal ein paar Minuten... Was? Neues Gadget im Winter-Fanshop für wahre Fans. Angekaute Maroams. Sowas tue ich nicht. Außerdem habe ich gar keinen Fanshop. Genau. Und ich habe Scheinwerfer angebaut. Hier. Zack. Ich mache sie auch nochmal an. Das ist alles. Ich bin auf alles vorbereitet. Dank euch natürlich auch ein Stück weit. Aber theoretisch sollte das super easy peasy alles funktionieren. So, in diesem Sinne sage ich jetzt für heute erstmal vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir machen weiter in der nächsten Woche mit Hardcore Colonization an genau der Stelle und landen an der Moonbase Alpha. Ich hoffe nicht auf der Moonbase Alpha, um unser Personal da abzuholen. Luis und ich sprechen jetzt nochmal die Manöver durch. Und wie gesagt, es gibt kein Fanshop und erst recht auch keine Idelshöschen von Neo. Was? Ich will es gar nicht so genau wissen. Und ja, die größten Scheinwerfer, die wir hatten, das sind natürlich auch nur etwas umgebaute Taschenlampen. Gut, das heißt dann bis nächste Woche. Ich wünsche euch noch einen schönen Restsonntag. Ich werde jetzt mal den Grill anschmeißen und noch ein kleines Bierchen trinken oder so. Und das nächste Bierchen trinken wir dann am Dienstag zusammen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Robert und tschüss.